Einen schönen Nachmittag aus Ischgl. Es ist etwas verregnet, was die Leute aber nicht davon abgehalten hat, auf die Piste zu gehen und sich jetzt langsam zum Après-Ski zu bewegen. Das Epizentrum des Après-Ski befindet sich da hinten. Da ist gleich um die Ecke rechts der berühmte Kuhstall, der jetzt schon knallevoll ist und wo genau die gleiche Musik gespielt wird wie im Bierkönig oder im Megapark auf Mallorca. Und ich stehe hier vor dem Lucy Wang, das gibt es auch in Puerto Portals. Und sie haben sogar den gleichen Koch, denn das Lucy Wang hat in Puerto Portals heute geschlossen. Und jetzt ist es hier auf und der Koch, Klaus Brunnmeier, der wechselt sozusagen ohne Urlaub direkt vom einen Ort zum anderen. Und da hinten steht er auch schon. Guten Abend. Hallo Klaus. Hallo Ingo. Könntest du dir vorstellen, auf Mallorca Sushi-Rollen mit Rotkohl anzubieten? Eigentlich nicht, nein. Aber hier in die Region nach Ischgl in den Bergen passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Wie kommt man auf so eine Idee, Sushi mit Rotkohl zu machen? Also die Sushi-Rolle wird ja nicht in Rotkohl eingewickelt, aber das wirst du uns gleich erzählen. Genau, braucht man für sowas sehr viel Alkohol, um auf solche Ideen zu kommen? Ja, man muss schon so ein bisschen kreativ werden. Also es geht sicherlich nicht im nüchternen Magen, aber ich komme aus Österreich und deswegen Ente mit Rotkraut, das gibt es seit Kind auf und das wollte ich immer schon mal in moderner Verfassung wiedergeben. Und es schmeckt auch tatsächlich so ein bisschen nach Ente mit Rotkraut und schwarzen Trüffel ist auch noch dabei, also es ist sehr, sehr hochwertig und es weckt Kindheitserinnerungen hier in den Bergen. Würdest du uns mal kurz zeigen, wie sowas funktioniert? Selbstverständlich. Das ist übrigens Iris. Die kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Sie war bei Köln 50667, hat sich als Testesserin zur Verfügung gestellt und ist einen grausamen Serientod gestorben. Ja. Du bist ausgestiegen aus der Serie, habe ich gelesen, weil O-Ton da zu viele Assis mitgespielt haben. Kann man das so sagen? Na, ja, also ja, nein. Also es gab sehr nette und es gibt natürlich auch ein paar, ihr kennt ja dann Köln 50667, das ist natürlich auch ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Du hast also beschlossen, abzuleben in der Serie. Und du warst auch die erste Serientote. Warst auch schon ein bisschen stolz drauf, oder? Auf die erste Serientote? Ja, ich hoffe, dass das Sushi mich jetzt wieder noch mehr zum Leben erweckt. Jetzt lebe ich ganz gut eigentlich. Ja, ich finde es schon cool, in so einer Serie zu sterben. Also ich meine, aussteigen kann ja jeder, ne? Auswandern, da was oder lernen rausfliegen. Und so. Oder rausfliegen oder so. Aber ich finde, so sterben ist schon mal, also ich meine, wenn schon damit Schmack ist, so wie in meinem Leben, wenn, dann muss schon irgendwie was da auch, hier muss schon was passieren. Okay. So, Klaus hat schon mal das Sushi vorbereitet. Genau, also es ist ganz klassisch erstmal mit Alge, Reis, jetzt kommt schwarzer Trüffel drauf. Das sieht aber toll aus. Brüssel. Woher kommt der schwarze Trüffel? Der kommt aktuell aus Italien. Ist so ein Herbsttrüffel. Das gibt den Reis jetzt so ein bisschen, sage ich mal, einen anderen Touch. Nicht das Säuerliche nimmt es ein bisschen weg, weil Ente und Säure und so weiter würden jetzt nicht unbedingt gut passen. Gibt es sonst noch irgendwelche Trüffelgerichte, die mit Rotkohl kombiniert werden? Ach, es ist so ein Inside-Out-Ding. Genau, es ist außen quasi der Reis jetzt. Und der klebt so schön an diesem eigenen Teil. Genau, ja. Das ist ja mal. So, dann kommt hier der Spargel. Sag mal, Rotkohl kombiniert man relativ selten mit Trüffel, oder? Also in der Spitzengastronomie, in der Sternegastronomie gibt es schon große Kombinationen. Immer wenn Rotkohl hat Süße, passt zur Jahreszeit jetzt im Herbst. Ist eigentlich super zum Kombinieren mit Gänseleber, mit Ente, mit Gänse und so weiter. Also es ist ein sehr dankbares. Hast du schon mal was vorbereitet? Genau, also da kommt jetzt dann die Ente rein. Oh, ich habe so Hunger, ganz ehrlich. Die Pilze. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ja, es ist nicht ganz einfach zu machen, weil normalerweise, wenn man jetzt so eine Sushi-Rolle macht mit Lachs oder Thunfisch, dann ist es relativ trocken, ja. Und dann weicht die Alge nicht auf. Ja? Und bei den Sushi-Rollen, die muss man sehr, sehr schnell machen. Ja. Sonst weicht die Alge auf und das ist natürlich dann auch nicht unbedingt geschmacksvoll. Jetzt rollen wir das ein. Das ist Entenleber? Nee. Entenstoffleber, ja. Also das ist eingerollt. Das ist quasi der Trüffel außen. Ja. Wo hast du das eigentlich gelernt? Also ich war immer schon sehr Sushi interessiert und habe es tatsächlich richtig gelernt vor 3 Jahren von einem 75-jährigen Koreaner. Okay. Der hat kein Wort Deutsch gesprochen, kein Wort Englisch und ich habe 3 Monate lang nur von morgens bis abends ihm auf die Finger geschaut. Okay. Und es hat perfekt funktioniert. Ja, also sieht auch super aus. Und jetzt wird es geschnitten, 8 Stücke. Also kann immer so ein bisschen der Spargel und die Gänse, die ein bisschen rausschauen. Es ist optisch auch ein
Und warum sind es immer 8 Stücke? Sind es immer 8 Stücke? Oder ist das, ja, es gibt doch noch die andere Form von den Sushi-Rollen, wo das dann der Länge nach eingerollt wird, da sind es dann meistens 6. Ah, okay. Also, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben da jetzt Spargel drin, grünen Spargel. Genau. Wir haben schwarzen Trüffel aus Italien. Jetzt gibt's alles. Gänseleberpastete gebraten. Ja, genau. Der Rotkohl fehlt noch. Der Rotkohl kommt jetzt on top als Dekoration. Sieht das nicht mega aus? Normalerweise klappt es nie, wenn so Blondinen mir zuschauen beim Arbeiten, mache ich 3 Rollen, dass eine funktioniert und jetzt auf einmal funktioniert sie. Weiß nicht, heute ist mein Tag. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich nicht so hot bin. Verstehst du? Wenn mit Toten lockst du halt auch keinen mehr in deinem Ofen vor, ne? Also insofern. Und jetzt garnierst du das mit Rotkohl, ja? Genau, das kommt jetzt on top. Ist das ein besonderer Rotkohl? Nee, hey, ganz normal. Iglo aus der Dose. Nee, sag mal, was ist das für Rotkohl? Das ist tatsächlich. Nee, ein ganz normales Rotkrautrezept. Das wird mariniert mit Orangen, Apfelmus, Nelken, Zimt, so ein bisschen. Dass diese Österreicher mal Rotkraut sagen, das heißt doch Blaukraut. Blaukraut in Bayern. Heißt das nur in Bayern Blaukraut? Ja. Dann kommt jetzt hier noch eine schwarze Trüffelsoße dazu. So, ich bin gespannt, ob es dir schmeckt, ob dich das vom Toten wieder aufweckt. Ich bin mir sicher, dass mir das schmeckt. Bist du der Erste, der Rotkohl mit Sushi fusioniert? Sieht auf jeden Fall schon mal super aus. Ja, wird jetzt noch besser wahrscheinlich. So, jetzt. Jetzt gibt's das Zeug da. Was ist denn da mal los? So. Okay, jetzt kommt das ganz Schwierige. Ich habe zwar einen großen Mund, aber jetzt muss ich das mal elegant. Das ist so, wie wenn du beim Date bist und irgendwas isst, was grundsätzlich runterfällt. Also ich tunke das, mache ich das korrekt? Genau. Etwas eintunken, du darfst mich gerne... Nee, ist perfekt so. So, okay. Ja, das sieht aber schon sehr elegant aus. Ich bin ganz nervös, wenn wir alle zuschauen. Gut? Das schmeckt sehr gut. Nach was schmeckt es denn am meisten? Nach Gans, nach Trüffel oder nach Rotkraut, Blaukraut, Rotkohl? Ich versuche das jetzt mal gewählt auszudrücken. Und zwar... Im Mund gibt es eine Komposition, wo man erst den Trüffel schmeckt. Und dann, wenn man einmal drauf beißt, die Entenleber dann ihren Geschmack entfaltet. Und zum Abgang kommt dieses Rotkraut noch zur Geltung. Und jetzt muss ich aber leider weiter essen, weil es sehr lecker ist. Wie teuer ist so eine 8er-Sushi-Rolle? Die kostet aktuell 26 Euro. Ist natürlich durch den Trüffel und so weiter ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Ich würde sagen, ist es auf alle Fälle wert, oder? Ist es? Mhm. Vollen Mund spricht man nicht. Ich würde dann noch eine nehmen. So, also, bevor ihr zum Après-Ski geht, einfach mal bei Klaus vorbeikommen, hier im Lucy Wang. Da gibt's Hallo. Da gibt's schöne Frauen eine sehr hier. Wo kommen Sie denn her eigentlich? Ja, aus Ingolstadt, aber Lucy Wang kennen wir natürlich auch aus Mallorca. Ja. So. Also etwas, was es auf Mallorca nie zu essen geben wird im Lucy Wagen, aber dafür hier in Österreich, in Ischgl, die Gänseleber-Sushi mit Rotkraut, Rotkohl, Blaukraut. Kommst du gerade vom Après-Ski? Nein, kommst du gerade vom Skifahren? Wie sind die Pistenverhältnisse? Sehe ich aus, als wäre ich vom Skifahren gekommen. Ja, ich war wirklich Skifahren. Es war wunderbar. Die Leute denken mir total unhöflich, weil ich mit vollem Mund jetzt spreche. Moment. So, also ich war Skifahren. Und es war super Wetter. Und ich habe gedacht, hier gibt es sicher keinen Schnee. Es gab mega Schnee. Es war wirklich schön zu fahren. Es war nicht so voll. Und ja, wenn ihr jetzt Gas gebt, dann sehen wir uns heute Abend entweder hier noch oder beim Konzert. Und dann irgendwo noch beim Abriss-Ski. Und dann, ja. Dann sehe ich wahrscheinlich nicht mehr so viel. Sie ist wieder unter den Lebenden. Iris von 50667, die nach einem Autounfall dahingeschieden ist. Bist du noch im Fernsehen irgendwo zu sehen eigentlich? Ja, ich drehe ab und zu. Momentan drehe ich sehr viele Imagefilme. Nächstes Jahr wird es wieder was Neues geben. Jetzt bin ich natürlich, muss ich auch mein Leben mal ein bisschen genießen. Ne? Zum Beispiel hier in Ischgl und meine Freunde aus Malle besuchen. Und, aber nächstes Jahr geht es wieder, 2017 wird mein Jahr, deins dann auch, unseres, von uns allen, ne, Laura? Und ja,
Also. Und jetzt zum Abschluss vielleicht noch einmal: Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Okay. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Gut, das geht aber auch ein bisschen schneller, aber wir lassen uns jetzt einfach mal essen. Wir verabschieden uns mit einem Blick auf die Sushi und wünschen euch einen schönen Tag. Und wenn ihr wollt, macht's einfach mal nach. Trüffel ist vielleicht nicht so leicht zu bekommen wie Rotkohl, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Guten Appetit und vielen Dank. Ciao. Wenn ihr Ähnliches erlebt habt, dann einfach mal einen Daumen hoch bei dem Video. Ihr könnt aber auch total gerne hier Abonnent werden. Kostet nichts.